Gestern haben wir mäßig eine Zusage fürs Landhaus bekommen. Ach Leute. Ich habe einen Kürbis. Delicious Lunch. Das ist unsere Reunion, gell? Wir haben uns seitdem gar nicht mehr gesehen. Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Alle, die letzte Woche und die letzten Wochen uns jetzt schon verfolgen, auch auf YouTube und auch auf Insta und in letzter Zeit wisst ihr, es geht viel ab. Wir waren letzte Woche auf Mallorca und hatten ein paar Besichtigungen und einen Termin, weil wir ja nach Mallorca ziehen. Und es ist jetzt so ein großes Thema, nicht nur für uns intern so als Familie, sondern so, ihr seid alle jetzt so auf dem Weg so mit dabei und das ist so krass, weil dadurch, dass ich so viel darüber spreche und so viel mehr teile, ist so viel realer irgendwie. Und jetzt wird es halt wirklich ernst. Wir waren ja letzte Woche dort, hatten zwei Besichtigungen, beide waren wirklich top. Und das waren zwei ganz, ganz verschiedene Häuser, die aber beide unsere Kriterien erfüllen. Wir haben jetzt vorhin, also gestern haben wir mäßig eine Zusage fürs Landhaus bekommen und vorhin haben wir aber auch mäßig eine Zusage fürs Neubauobjekt bekommen. Das heißt, wir haben die Qual der Wahl, wir haben uns aber tatsächlich schon entschieden. Es war wirklich ein sehr, sehr langes Hin und Her. Warum ich sage mäßig eine Zusage bei beiden. Es gibt noch einen anderen Interessenten, aber der Mieter hätte gerne uns in dem Haus drin. Was voll die Ehre ist erstmal. Ich weiß noch nicht, ob ich euch sagen soll, für welches Haus wir uns entschieden haben, aber ihr werdet es wahrscheinlich in diesem Vlog eh mitbekommen. Nach dem Mittagessen besuchen wir die Abuela vielleicht kurz, okay? Ich bin jetzt im Auto. Ich fahre jetzt mit beiden Kindern zu meiner Mama. Pablo ist zu Hause. Er ist ein bisschen krank. Mali war die letzten Tage auch ein bisschen krank, aber ihm geht es schon wieder gut. Und Pablo ist jetzt halt nur noch ein bisschen kaputt. Er hat jetzt nichts Schlimmes oder so. Er beruht sich ein bisschen aus. Plus, er wird jetzt die Mail fertig machen. Genau, aber er macht jetzt auf jeden Fall die letzte Mail fertig, damit es dann 100% eingeloggt ist. Und wir die 100%ige Zusage kriegen, weil jetzt wurden wir halt nach dem Einkommensnachweis gefragt und so weiter. Und da sucht er jetzt alle Unterlagen zusammen und speichert es ab und schickt es halt rüber. Und genau, dann wird es halt mäßig geprüft. Guten Morgen Leute, es ist jetzt kurz vor 8. Willst du noch einen Tee? Okay. Heute ist Tag der Deutschen Einheit. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich bin heute Morgen aufgestanden und ich wollte direkt so einkaufen gehen, weil wir irgendwie voll wenig zu Hause haben. Also auch gar kein Gemüse und kein Obst mehr. Und das ist mit Kindern immer ein bisschen blöd, weil die das halt so den ganzen Tag so zwischendurch so snacken. Ja, aber wird schon morgens zum Glück. Morgen gehe ich halt morgen einkaufen. Heute schauen wir gleich mal, was so ansteht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall kurz ein bisschen aufräumen. Hier unten sieht es katastrophal aus und vielleicht oben ein bisschen Wäsche machen oder so. Aber ja, ich freue mich irgendwie heute so einen chilligen Tag zu haben. Ich mache jetzt eine Kürbissuppe, Leute. Ich habe einen Kürbis und ich habe schon Suppengemüse reingemacht. Jetzt mache ich den Kürbis noch rein. Ich habe vor lange keine Kürbissuppe mehr gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich noch weiß, wie das geht. Aber ich mache es eigentlich immer ohne Rezept. Ich glaube, das wird schon. Es sieht richtig yummy aus. Es ist voll gut geworden sogar. Also ich habe gar kein Rezept benutzt. Und es schmeckt genius. Suppen sind so geil. Ich vergesse es immer, bis ich wieder eine Suppe esse. Dann fällt mir wieder ein. Decke ich mal den Tisch. Noch ein bisschen Schnittlauch da, das schnipple ich da jetzt noch rein. Und Mali schläft leider, deswegen essen wir heute zu dritt und er isst danach. Wir fahren nämlich danach zu Freunden, deswegen wollen wir uns ein bisschen beeilen. Und ja, jetzt lassen wir uns das schmecken. Wir sind jetzt im Auto und sind schon losgefahren. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Freunden von uns. Mit denen waren wir übrigens auch, also wir fahren jetzt zu den Freunden, mit denen wir in Italien waren am Comer See. Das ist unsere Reunion, gell? Wir haben uns seitdem gar nicht mehr gesehen.
Und mich hat es auf einmal geritten und gepackt. Oder beziehungsweise ich wollte eigentlich heute Morgen, um es mitzunehmen. Weil eigentlich backt die Freundin immer von uns. Die backt immer irgendwas und bereitet irgendwas vor. Und ich wollte heute den Part übernehmen und heute Morgen eigentlich so Schokoschnecken backen. Ich habe nämlich letztens das erste Mal vor ein paar Tagen Zimtschnecken gemacht. Und ich habe bei DM so eine Schokocreme gefunden, die kann ich euch gleich zeigen. So eine zartbitter Schokocreme. Und die schmeckt so geil. Also schon pur schmeckt die richtig lecker. Und ich konnte mir das richtig, das hat mich richtig an Zimt für Brot erinnert. Vom Geschmack. Und wieder Zimt für Brot. Zeit für Brot. Das hat mich richtig an Zeit für Brot erinnert, an die Schokoschnecken. Oder diese Schokobrötchen. Weil dieses Schoko schmeckt genauso, wie das von Zeit für Brot schmeckt. Finde ich zumindest. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, so Schokoschnecken damit zu machen. Und damit halt zu backen. Ja. Auf jeden Fall habe ich es heute Morgen nicht mehr geschafft. Und dann war Pablo so, bring's doch einfach mit. Dann backen wir dort zusammen. Und das habe ich jetzt gemacht. Wir haben alles in ein Körbchen gepackt und das nehmen wir jetzt mit. Und dann packen wir Zimtschnecken. Schokoschnecken. Und Johanna hat gesagt, dass sie, die hat alles dafür Pumpkin Spice Schnecken. Voll fancy. Heißt, wir machen Pumpkin Spice Schnecken und Schokoschnecken. Smash it in. Okay. Ach Leute, bei uns ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Gestern war eigentlich alles gut, den Kindern ging es gut, beiden. Mali war ja die Tage davor ein bisschen krank, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind jetzt beide wieder voll krank. Mali ging es eigentlich schon viel besser, dem geht es jetzt aber auch schlechter. Er hat kein Fieber oder so, aber er hat so voll so Husten, heiser, aber irgendwie auch nur nachts oder wenn er geschlafen hat, also tagsüber so voll gut drauf und auch fit, aber irgendwie geht es ihm einfach noch nicht so gut. Und Laia hat jetzt Fieber und ihr geht es gar nicht gut, die ist voll kaputt, die schläft die ganze Zeit. Ich wollte eigentlich alles, also es ist ein bisschen nervig, jetzt was das Mallorca-Thema angeht, weil wir warten, beziehungsweise ich habe ja gesagt, oder wir hatten ja schon irgendwie so die Zusage und der Mieter will auch uns als Vermieter haben, aber die sind gerade die ganze Zeit noch so dran, unsere Einnahmen zu prüfen. Und ich weiß nicht, ob das die ein bisschen mit der Selbstständigkeit stört. Das kommt zumindest so rüber, die prüfen vor lange. Also wir haben bis heute immer noch nicht so ein richtiges Feedback von denen. Oder halt den Mietvertrag nicht unterschrieben, den Mietvertrag oder keinen Mustermietvertrag oder sowas zugeschickt bekommen, um das mal von unserer Seite zu prüfen. Deswegen warten wir da jetzt noch. Ich dachte oder ich habe gehofft, dass ich halt in diesem Vlog das Kapitel so ein bisschen abschließen kann und so sagen kann, es ist jetzt was safe oder halt nicht safe geworden, aber irgendwie stehen noch so ein paar Fragezeichen in der Luft. Dann müssen wir halt noch weiter warten. So ist es halt. Mal gucken, ob nach dem Wochenende irgendwas passiert. Willst du mit mir das Buch lesen? Ja. Komm mal her. Komm mal her. Sollen wir ein Buch anschauen? Ich mache mich jetzt fertig, Mali, dass ich ein bisschen arbeiten kann. So, Francis, ich schminke mich jetzt und dann werden heute ein paar Outfit Reels gedreht. Du bist so süß. Ja. Komm, du musst so süß sein, Mali. Einmal so schnell du kannst. Oh, ich bin so blass. Ich brauche unbedingt Face Tan Drops. Empfehlung für mich. Oh, ich glaube, ich gehe noch einmal auf Purish ein bisschen online shoppen. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen gearbeitet. Es ist Samstag. Ich hoffe, ich kann euch nächste Woche Sonntag bessere News erzählen. Aber we will see. Ich glaube, ich beende den Vlog jetzt auch an dieser Stelle, weil heute wird nicht so viel passieren. Ich muss ein bisschen arbeiten und morgen soll der Vlog auch schon online kommen. Deswegen hoffe ich, er hat euch gefallen, auch wenn diese Woche nicht viel Spannendes passiert ist. Ich muss mal den Vlog schneiden und gucken, ob überhaupt irgendwie spannend für euch ist. Aber ja, ich gehe jetzt runter und schneide das Video und dann kommt es morgen auch schon online. Bis nächste Woche. Ich hoffe, der nächste Wochenvlog wird etwas spannender, aber Leute, so ist es halt mit zwei Kindern. Wenn die krank sind, dann passiert halt auch wirklich gar nichts. Und wir waren wirklich viel zu Hause. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Die Jonas hat ein bleiben, wo kacken sie läuft durch hart von mir geknuddelt. Außer die ekligen Lächeln, die vergessen, dann lächeln ist gesund. Wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Und bis dahin, tschüss und bye.